So, das ist er. Das ist er. Na toll. Wer war ein Top? Der sag da. Mir mal bitte. Der da. Wer hat dich geärgert? Der hat mich geärgert. Ja. Brunex. Brunex, warum hast alles du denn den Tom geärgert? Ich hab ihn nicht geärgert, er hat mich provoziert und belästigt. Fertig aus. Tom, erzähl mir mal bitte die Geschichte. Was ist denn passiert? Ja, also, ich habe ihm mal irgendwann meinen Taser geliehen und jetzt will er mir ihn wieder zurückgeben. Ich hab gesagt, er dachte mir ein bisschen mit spielen, aber jetzt. Ja. Achso, Brunex, ist das richtig? Du hast eben den. Weißt du, der Tom ist so nett und gibt dir den Taser zum Spielen und du bist. An Asi und gibst ihm den nicht wieder zurück, oder wie soll ich das verstehen? Ja, ich bin leider Gottes an meine Pflichten gebunden und kann die Waffen nicht rausrücken. Außerdem kenne ich ja ihr Ruf als sehr voraus, von daher tut's mir leid. Was soll das denn heißen? Das ist Diskriminierung, das sind Vorurteile. Das sind Vorurteile, man sollte nicht auf das hören, was die anderen Leute sagen. Aber mittlerweile ist schon bekannt, deswegen vor allem sie, ja, das sind sehr bekannt. Nein, 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 nein! Lege sie jetzt die Waffe auf den Boden! Oh. Was soll der Scheiß? Das gilt natürlich auch für sie, ich werde ihnen jetzt auch mal eine kleine Entspannung gönnen. Dann würde ich wenigstens eine halbe Million. Eine halbe Million? Für was wollen sie eine halbe Million? Ich brauche Urlaub. Ja genau, den Urlaub können sie jetzt hier bei der Liege machen, dann entspannen sie ein bisschen und kommen runter. Fünf Minuten habe ich die halbe Million. Ich kann ihnen gleich eine halbe Million Strafzettel ausstellen, wenn sie wollen. Kann ihnen gleich eine halbe Million Backpfeifen geben, wenn sie wollen. Dronex, ich werde dich umbringen. Wir werden dich umbringen, Dronex. Grausam. Und dich dann essen. Wir werden dich zerballern. Wir werden dir eine halbe Million Kugeln in den Körper schießen. Hat dieser für sich was Besonderes an sich? Wir haben keine Faser und sind sehr saftig. Die habe ich von einem Spezialbaum. Ein bisschen weiter abseits von den anderen. Nein, Moment, ich gebe ihm noch eine Serviette, damit sie sich den Mund abwischen können. Okay, und das ist alles kostenlos? Ja, ist jetzt kostenlos, ja. Weil es ein Werbepfirsich ist. Werbepfirsich. Darf ich 20 Werbepfirsiche hier haben? Darf ich Ihnen welche einpacken daher? Nein, ich möchte ja erstmal den anderen probieren. Moment, ich probiere mal. Warte, ich probiere den mal. Oh, ich glaube, ich muss kotzen. Oh, was ist das denn? Ist das dein Ernst, Leiti? Ist das dein Ernst? Ey, Leute, ich muss kotzen. Oh. Bist du allergisch gegen Pfirsiche? Ich bin allergisch gegen scheiß Essen. Alter. Kauft niemals Pfirsiche beim Leiti. Kauft keine Pfirsiche beim Leiti. Das ist ekelerregend. Wirklich. Das schmeckt kein bisschen. Das Rufwort, was sie da bitte. Nein, das ist die Realität. Das ist die Wahrheit. Hallo, Gamer, Benny. Ja, warte, was kann ich für dich tun? Soll ich ein Autogramm haben? Ja, klar. Tschüss. Hammer geil. Kriege ich jetzt Marihuana? Nö, tut mir leid. Dann werde ich mich jetzt vom nächst höher liegenden Gebäude in den Tod stürzen. Sie werden mich in den Tod stürzen. Ja, ein Leben ohne Drogen ist kein Leben. Der Typ hier, der steht seit. Bevor ich essen gegangen bin, steht er schon hier und... Der Pfirsich-Typ? Ja, der Pfirsich-Typ! Ja! Also, bist du jetzt völlig behindert? Ja, tu mal nicht so! Oh, ich bin angefahren! Ja, genau! Ich fahr dich gleich wirklich schon, wenn du nicht einsteigst! Polizei. Ich fahr dich gleich wirklich um! Hilfe! Ich fahr dich gleich wirklich um! Hat mich angefahren! Na, jetzt reicht's mir! Du bist entkommen? Eigentlich hab ich dich übelst überfahren! Warte! Oh, sag mal! Was soll denn der Scheiß? Ist das dein Ernst? Komm, steig mal aus deiner scheiß Karre jetzt hier. Du bist mir übelst reingefahren. Polizei! Polizei! Polizei. Jetzt fährst Polizei. Du nicht. Hallo! Fahrerflucht! Wow. Das kommt von deiner scheiß Fahrerflucht. Na, du Mongo? Na, du Fahrerflüchtiger? Wurdest du geheilt? Nee. Und wir sind da. Und wir sind da! Ja, warte kurz. Brauch kurz. Oh, das ist übelst die Kratzer am Auge, Tom. Ach, du Scheiße. Kannst du überhaupt noch... Sehen? Du bist ja voll Blut. Jetzt steig aus meinem Auto aus. Du blutest mir den ganzen Sitz voll. Ja, tut mir leid. Haha. Haha, du bist verletzt. Guck dich mal an, alles voll geblutet, du Schwein. Du Sau. Was geht es los? Was machst du? Ja, ich hab. Wir sind schon da, ab jetzt übernehmen wir Navarro. Also, ganz kurz mal ein Statement zu dem Fall hier. Wir übernehmen ab jetzt. Ja, komm, dann fahren wir weiter. Wir fahren einfach den Bullen gleich rein. Hallo. Fertig. Hallo. Oh, LOL. Steig ein! Du bist getasert. Warum machst du denn noch LOL? Hallo. Nein! Steig ein. Warum schießt der auf mich? Ich weiß nicht. Und warum schießt der so schlecht auf mich? Die waren auf der ist aber getasert. Ich kann aber noch Auto fahren. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Was passiert hier gerade? Lass Nürnberg stehen bleiben! Oh Gott, bleib stehen! Bleib doch stehen! Jetzt steigen wir beide in unser liedernes Auto ein. Oh, ihr steigt ganz hinten ein. Ja, ich kann. Was muss das jetzt sein? Polizei! Hilfe! 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 Hilfe, Polizei! Oh Scheiße, falscher Chat!
Nein! Nein! Was jetzt nein! Was hat das jetzt geschrien? Im Fahrzeugkanal. Oh. Wir werden uns umbringen. Okay, Jungs, die Medics sind schon unterwegs. Ja, der Marsch. Okay, wollt ihr nicht mit uns reden oder so? Hallo, bist du taubstumm? Wo fahrt ihr uns denn hin? Wir wollen uns umbringen. So, ihr steigt jetzt beide aus. Macht direkt die Hände über den Kopf. Ja, ihr beide Waffen habt. Wir haben gar keine Waffen. Was laberst du, Alter? Beide Rucksack auf dem Boden und... Ich hab gar keinen Rucksack, du Mongo. Munitionsgürtel auch. Ich muss dieser Forderung nicht nachgeben. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder du brauchst deine ganzen Sachen oder wir warten. Also wir haben Geduld. Wir haben auch sehr viel Geduld, meine Herren. Wir können das Wartespiel gern spielen. Ja. Willst du ein bisschen was erzählen? Ja. Das ist aber ziemlich langweilig, wisst ihr das? Das ist echt mega langweilig. Ja, ich mach da jetzt mal was. Hallo, kann uns jemand anderer vielleicht entführen oder so? Wollt ihr wenigstens nicht von den Bullen Lösegeld oder so verlangen? Ja, ihr könnt euch auch kurz beide Sachen kurz droppen. Dann hat sich das. Ihr habt zwei Chiefs gerade gefangen genommen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Da wird's echt eine Menge Schotter geben von den Bullen, wenn ihr uns das Geisel nehmt, oder? Ich hab einen dicken Cock. Darf ich meiner Freundin schreiben, dass ich ein bisschen später komme? Zum Liebe machen? Heute ist Freitag, heute ist Liebeabend. Heute ist Freitag. Und ich will nicht zum Liebeabend zu spät kommen. Ich mag es, Liebe zu machen. So, ihr seid jetzt leise oder schief. Gibt aber einer die gute Laune hier. Mein Gott. Geh zurück in deinen Busch, du Affenkopf. Okay. Als ihr doch dazu übergehen solltet, uns zu erschießen, könnt ihr damit erst anfangen? Nein. Das ist wirklich so eine langweilige Geiselnahme, hatte ich noch nie. Wirklich, das ist ja wohl davon abgrundtief schlecht, ja? Ich will nach Hause. Also wenn ich jetzt meinen Rucksack auf den Boden lege, wird mir dann der Rucksack weggenommen? Waffen. Komplett die ganzen Waffen. Nur die Waffe wird weggenommen. Wir haben doch keine Waffen bei uns, sonst hätten wir euch ja schon längst niedergeschossen, Mann. Ihr hättet keine Chance gegen uns. Ich stelle jetzt hier die Forderung. So, du fährst uns jetzt zu unserem Auto. Und danach? Nee, das ist gar nicht. Hey, was soll denn der Scheiß jetzt? Oder wir fahren runter und verschießen euch einen Reifen. Oh, shit. Das ist Alter, aber eine Ansage hier. Mensch. Ihr zerschießt uns den Reifen, wenn wir nicht kooperieren. Also das klingt ja ziemlich dangerous, Jungs. Immer noch die Chance, eure Sachen zu droppen und ich werde euch ein Reparaturkit geben. Also du raubst uns aus. Ja. Im Endeffekt gibst du uns ein Reparaturkit für nichts und du hast dann null von uns mitgenommen. Ja. Also ich glaube, dann seid ihr echt miese Überfallleute oder wie man das auch nennt. Keine Ahnung. Aber du weißt schon, was ich meine. Überfäller, genau. Oh Mann, ey, Basti. Ey, überleg doch mal, was du machst hier. Das ist doch sinnlos. Komm, mach einen Abgang, ganz ehrlich. So, wollen wir gleich erstmal ein paar Knarren holen? Hier, absolut nichts kann er hier. Halten den Mund, sonst komme ich dazu Ihnen. Oder? Das darf ich. Ah ja, komm doch her. Ja. Oh, ich sehe dich. Oh. Hoffentlich kackt dir die Möwe am Kopf, du Spaß. Du Mongo, du. Herr Marco Leger. Ja, bitte. Haben Sie zufällig eine Ärzteausbildung gemacht oder haben Sie irgendwas dabei, um mich ein bisschen aufzupeppen? Mir geht's echt schlecht. Ich habe einen Verband dabei, den lege ich Ihnen an. Klasse, auf den ADAC ist Fall. Aber sollten trotzdem noch mal ins Krankenhaus gehen, dann nochmal kurz drüber gucken lassen. Ist nur provisorisch. Nee, mach ich nicht. Wir planen jetzt einen übelst heftigen Überfall, Herr Leger. Das wird richtig heftig und dafür brauche ich natürlich gutes Leben. Okay. Sie sind der Hintermann. Ohne Sie wäre dieser Überfall nicht möglich gewesen, Herr Leger. Danke sehr. Denken Sie daran, Sie werden 500 Leute auf dem Gewissen haben. Oh Gott, oh Gott. Können Sie uns ein paar Waffen besorgen? Die Polizeiwaffenkammer hat gerade geschlossen. Sieht nicht gut aus. Ich würde mich an Ihrer Stelle beeilen, denn ich habe die Polizei gerufen. Jan, du doch einen. Ich nehme nicht an. Du hast gesagt, soll nicht einnehmen, das nehme ich nicht ein. Das bin ich schon hochgerannt. Das kannst du einnehmen. Ja, nehme ich ein. Wenn die Bullen kommen, Patrick, ja? Nein, du wusstest sie eh. Nein. Nein. Nehm einen jetzt. Nein, die Bullen. Also. Ja doch. Boah, Regression, du willst den Tempel. Ja, nimmt ein. Nein. Das sind die Bullen. Herr Ragnar, diese Personen haben gerade den Hideout eingenommen und haben sich illegale Waffen gekauft und den ganzen Rest auch. Aber hier, meine Kollegen sind jetzt hier, Jeffrey, ich hab's dir doch gesagt, ich war nur undercover unterwegs und jetzt kriegst du deine Strafe. Wir haben dich am Sack, mein Freund. Okay. Ich komme gerade nicht ganz mit. Aber wir haben alles geklärt, Ragnar. Wir haben schon alles geklärt, der muss jetzt eigentlich... Sie sind jetzt nur noch die Exekutive, sagen wir mal, ja? Hört der überhaupt zu euch? Ja, na klar, Jeffrey, ich hab's dir doch gesagt! Und du glaubst mir nicht, oder was? Wolltest du noch nicht mal deinen Tempest ganz kurz überlassen, damit ich den kontrollieren kann von innen? Wolltest du noch nicht mal die Schlüssel geben? Und du denkst, ich will den nur klauen? Jetzt hast du Pech. Als ob ich irgendwelche Tempests klaue und diese beim Chop-Chop verkaufe. Ich meine, du hast sie wohl nicht alle. Hier, meine Marke habe ich dir auch vor die Nase gehalten, mein Freund. Denkst du, die ist gefaked, oder was? Ich finde das ja süß, dass wir hier ihre kleinen Streitigkeiten haben. Ich würde trotzdem jetzt gerne die Kontrolle fertig machen. Ich werde seinen Waffenschein und alles überprüfen und so und dann ist gut. Bin im Besitz einer Massenvernichtungswaffe. Ja, sind jetzt ruhig hier alle. Geht's denn damit? Also, ich werde die gesamte Polizei auslöschen. Was haben? ACAB.
Das Auto verstecken. Aber wir sind hinter dem roten Container, oder? Nimm du ein, ich sag dir, wenn er kommt. Du sagst dir das bestimmt nicht. Doch, ich sag dir, wenn er kommt, nimm ein. Jetzt, aber nimm, wir fangen jetzt ein einzunehmen. Komm, die kommen, die kommen. Der Wulle kommt. Wollen das? Stehen bleiben. Nein! Hörne! Ich hab einfach getötet. Patrick, ist doch klar, dass wenn wir einnehmen, dass er herkommt. Der sieht es doch. Warum hört ihr nicht auf mich? Da wusste ich, dass er einen sofort kaputt ballert. Ich habe mich in dem Haus versteckt. Ja. Patrick, wo fährst du hin? Bullen, HQ. Warum? Du hast eine illegale... Du hast eine Knarre. Und du bist auch aus dem Knast ausgebrochen. Patrick, du hast eine illegale Knarre und außerdem fährst du mit einem Auto, welches nicht dir gehört und du hast auch keinen Führerschein wahrscheinlich. Und keine Klamotten. Und keine Klamotten. Du hast gar nichts. Hey, Cracker ist am Marktplatz. Hallo Jungs. Oh, Cracker, immer noch Rekrut. Ja, klar. Wollen sie auch nicht irgendwie mal Wachtmeister werden oder wie? Was ist denn los? Ich bin stolzer Rekrut. Nein. Was wäre, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass Sie gerade einen Hideout eingenommen haben, einen Kollegen zur Flucht verholfen haben aus dem Gefängnis und uns illegale Waffen beschafft haben, ohne einen Waffenschein zu besitzen? Die habt ihr jetzt auch noch? Natürlich nicht. Steigt ein, sonst Taser Cracker uns gleich alle. Sören, hast du eigentlich einen Führerschein? Ich glaube, der hat keinen Führerschein, der Sören K. Bin mir nicht sicher. Und ich glaube, er ist auch aus dem Knast ausgebrochen. Also. Du blöder Mongo, Alter, was stimmt mit dir nicht? Was ist der sitzt nicht drin. Nee, die rennen nicht hinterher. Alter! Versuche jetzt nicht das Ding hier zu parken. Steig ein, verdammte Scheiße. Ja, und wie geht's euch, Jungs? Ja, ganz gut, Cracker, ganz gut. Sehr, sehr, sehr gut. Oh! Was ist denn hier los? Der Cracker, der in dem Grün ist uns einfach reingefahren. Und der sieht es nicht ein, dass er uns irgendwie jetzt ein Toolkit ersetzt. Ja, aber sagen wir jetzt dazu, dass die... Ja, naja, das war ja eigentlich so. Also, die haben eine Straßenblockade mit voller Absicht errichtet, weil sie irgendwie gemerkt haben, dass die Auto kaputt voller ist. Absicht, die Kollege, jetzt bist du mal leise, ich hab dich ja auch aussprechen lassen, mein Freund. So, ich möchte Anzeige erstatten wegen Beleidigung und wegen Bedrohung eines anderen Bürgers von Altes. Die wollten hier vorbeifahren, gucken Sie mal, ich zeig Ihnen das mal. Ja, warum hier eine Straßenblockade errichtet? Ja, das frage ich mich auch, was in deinem scheiß Schädel vorgeht. Mein Gott, du Kranker. Du bist wirklich... Kranker. Du bist doch krank. Müssen Sie gerade lachen, Cracker? Findest du das etwa witzig? Cracker, findest du das etwa witzig? Schmunzeln. Cracker, ich glaube, Sie fassen ihm da aber gerade an Stellen, wo Sie nicht dran fassen dürfen. Das ist kein Problem. Oh, hier, Mensch, Jens. Der Kommissar. Hallo, auf Herr den habe ich doch schon gewartet. Ui. Ja, schönen guten Tag. Was ist denn hier los? Ja, wie gesagt, war eine ganz simple Streiterei, die jetzt irgendwie sich in Luft aufgelöst hat, weil der Cracker zur Stelle war und alles sachgemäß bzw. ohne Waffengewalt lösen konnte. Ah, ich glaube, wir müssen den Herr Cracker auf jeden Fall mal einen Stern mehr auf die Schulter geben, oder? Meinung, dass er es wirklich mal zum Wachtmeister schaffen sollte. Cracker! Oh yeah! Oh. Yeah, Cracker! Cracker! Dank, liebe Cracker! Siehst du, Cracker? Ich sag dir, du musst Wachtmeister werden, du. Warum ist der Herr eigentlich nackt? Sie könnten ihn wohl mal eher fragen, warum er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Also das würde ich mich eher fragen, aber naja gut, eins nach dem anderen. Da ist unsere heftige Karre. Guckt euch an, Jungs, das an. Dieses Buddy-Kit. Oh, yo. Holy shit! Das ist die Karre aus den ganzen Videos. Jetzt in den Kopf schießen. Jungs, könnt ihr ganz kurz bitte aus der Sicht Weite des vom Syren gehen? Ihr hat einen nervösen Zeigefinger. Das ist jetzt ehrlich gemeint. Wir müssen auch in die Chief-Gruppe. Also Jungs, ihr wollt wirklich in die Gruppe der Chiefs? Ja. Michi, willst du auch in die Gruppe der Chiefs? Ja. Dreht euch mal einmal um 180 Grad, sodass ihr in Richtung Burg schaut. Und jetzt ruft mal ganz laut, Scheiß Bullen, aber so, dass sie es hören. Dass sie es bis zum HQ hören, Jungs. Ganz laut. Scheiß Bullen. ACAB. 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 Also, Michi, und jetzt blowst du den Markus noch ein. Nein! Nein! Nice! Ob sie vielleicht 3000 Altes-Dollar haben, die sie mir leihen können. Altes-Dollar? Geh woanders hin, du Schnorrer. Geh woanders Bettler hin. Bettler wollen wir hier nicht. Mach dich ab. Alles klar. Weißt du, da gibt's ein Pfirsichfeld, da kannst du ein bisschen Pfirsiche pflügen und dein eigenes Geld verdienen. So mussten wir auch irgendwann mal anfangen, ja? Ja. Also jetzt machen wir Abgang. Und sieh, wo er jetzt steht. Genau. Sieh, wo wir jetzt stehen hier. In Unterhosen vor dir. Mit dem billigsten Rucksack, den es gibt.